Hallo zusammen, heute machen wir eine gegrillte Swine Apple. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Das Wort Swine Apple stammt aus dem amerikanischen Pineapple und dem Wort Swine, also Schwein. Gebräuchlicher in der Regel ist ja Pork, aber hier bei dem Wortspiel Swine Apple. Das Rezept habe ich erstmalig im letzten Jahr gesehen. Da hat jemand eine Ananas mit Fleisch gefüllt und gegrillt. Und so lange schwirrt das schon in meinem Kopf herum. Es gibt mittlerweile viele YouTuber und Griller, die mit diesem Rezept schon etwas gemacht haben. Die bekannten Videos packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal da vorbeischauen. Wir starten, indem wir die Ananas pellen. Aus optischen Gründen habe ich den Strunk drangelassen. Das muss man aber nicht unbedingt machen. So wie die Blätter. Fand es eigentlich nur witzig. Und jetzt öffnen wir diese so hälftig und längs, dass wir den oberen Teil abnehmen können. Jetzt ist die Idee, dass wir den Innenraum so weit aushöhlen, dass wir ein Schweinefilet dort unterbringen können. Alternativ könnte man natürlich auch, ich sag mal, Strunk und Blätter wegschneiden und mit einem Ausstecher das Kerngehäuse von der Ananas entfernen. Dann ist das Ganze nur unten und oben geöffnet. Die Idee ist eigentlich, glaube ich, dass das Schweinefilet rundherum luftig abgeschlossen ist. Deshalb einfach so ein bisschen keilförmig einschneiden, kurz mit dem Messer anheben und dann kann man das in der Regel auch schon verhältnismäßig einfach raustrennen. Hier muss man nur aufpassen, dass man nicht zu tief einschneidet und je nachdem, wie reif die Ananas ist, muss man auch etwas vorsichtiger zu Werke gehen, weil das natürlich das Fruchtfleisch sehr weich ist und dann kann es unter Umständen auseinanderbrechen. Hundertprozentig perfekt ist mir das auch nicht gelungen, aber ich denke, ihr habt die Idee. Wenn man dann beim unteren Teil soweit ist, muss man das Ganze natürlich auch mit dem entfernten Deckel machen. Ich nenne es jetzt mal Deckel. Und auch hier einfach keilförmig einschneiden. Und die unten und oben einigermaßen, wie gesagt, da geht mehr rein, als man denkt. Jetzt kann man das Ganze noch etwas aushöhlen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr natürlich auch einen Melonenausstecher nehmen und mit der kleinen Kugeln das irgendwie rausformen. Muss nur gucken, der Strunk in der Ananas selber, der ist etwas fester. Wenn man noch etwas von dem Fruchtfleisch hier entfernen möchte, geht das deutlich einfacher. Ich persönlich finde ja, dass Schwein und Ananas immer eine hervorragende Kombo bildet. Und weil es noch besser dazu passt, Bacon. Wir formen jetzt ein kleines Bacon-Netz. Das ist der Bacon-Teil quasi für den unteren Teil. Man kann jetzt auch das Ganze doppelt so lang machen und kann die Ananas einmal komplett drin einschlagen. Ich habe das jetzt von unten gemacht, seitlich hochgeklappt und dann von oben noch etwas Bacon draufgelegt. Wer das möchte, kann das auch anders machen. Das hier ist quasi meine Interpretation der Sache. Das hier sind jetzt ca. 300 Gramm Bacon, den ich gelegt habe, dazu die Ananas und unser Schweinefilet. Das Schweinefilet ist von Green Ox. Und ich packe euch natürlich die Mengenangaben für dieses Rezept unten in die Videobeschreibung. Natürlich auch einen Link zu dem Schweinefilet, wenn ihr euch das mal angucken wollt, könnt ihr das gerne tun. Jetzt lohnt es sich natürlich, das Schweinefilet etwas zu würzen. Dafür nehme ich meine Terrano Meersalzmischung, ihr könnt aber auch eine andere Salzmischung wählen. In dem Fall fand ich es eigentlich ganz passend. Das hat so einen mediterranen Charakter, passt jetzt nicht unbedingt 100% zu Hawaii, aber geschmacklich sicherlich top. So, jetzt merken wir schon, passt fast, aber das reicht so aus. Den Deckel der Ananas oben drauf und jetzt möglichst elegant versuchen, das Bacon-Netz nach oben zu klappen. Wie gesagt, in dem Fall, wenn ihr jetzt das Bacon-Netz nach unten etwas länger gemacht hättet, hättet ihr es einmal umschlagen können. Ich habe jetzt einfach sozusagen kurzfristig ein Bacon-Netz noch imitiert und das Ganze oben nochmal draufgelegt. Man muss jetzt nur etwas aufpassen, das ist noch verhältnismäßig instabil. Das liegt natürlich daran, weil man oben den Ananasdeckel hat und jetzt den Bacon drumherum gewickelt hat. Deshalb fixiere ich das Ganze noch mit so kleinen Holzspießchen. Könnt auch Zahnstocher nehmen, dass man einmal den Deckel von oben an dem Unterteil befestigt, einmal den Bacon so einigermaßen befestigt, dass das an der Ananas bleibt. So, dann kann man das Paket auch tragen. Und jetzt legen wir das Ganze bei indirekter Hitze auf den Grill. Low and slow, 120 Grad. Und ich glaube, das ganze Teil braucht so circa eine Stunde. Man merkt schon, der Bacon wird krosser und die Ananas wird weicher. Jetzt muss man beim Glasieren, ich habe hier eine Barbecue-Soße genommen, könnt jede Barbecue-Soße nehmen, wie ihr wollt. Diese hier ist ein bisschen schärfer, aber das geht auch ohne Schärfe. Und wir müssen nur etwas vorsichtig sein, weil die Ananas wird immer weicher. Und... Ja, die Idee ist ja, dass man das am Ende auch nochmal heil vom Grill bekommt.
Bleibt dann jetzt noch so circa 20 Minuten so ziehen und dann nehmen wir es runter und können es auch schon aufschneiden. Jetzt muss man nicht gucken, beim Schneiden wird man ja den oberen Teil der Ananas jetzt gleich zack verlieren. So, aber insgesamt finde ich das eine gelungene Kombination. Das Schweinefilet da drin ist sehr saftig geblieben, es hat etwas von dem Ananasgeschmack angenommen. Würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen, liken, kommentieren gern gesehen. Ein Klick auf 0815 Barbecue Logo sichert dir ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.